versucht, den Sonnenkönig umzubringen. Unglaublich. Eine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Das nehme ich lieber mit.
Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Komm her, ich werde deine Zeit nicht verschwenden. Moment, lass uns doch kurz reden. Die Grau habe ich dir dazu gebracht, anzugreifen. Ich sollte mit der Person sprechen, die ihr das Sagen hat. Verstehe ich nicht am Sonnenreich. All diese Schnörkel und Verzierungen überall, das ist ganz schön peinlich. Der Angriff kam ohne Vorwarnung. Ein Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten. Ich leg ihn in Ketten. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die Grauhabichte herlockt? Wollte hier jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Gibt es etwas, das sie angelockt haben könnte? Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Außerem Nutzenschrott. Nicht wie die Kaja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Kaja hier Schrott liegen? Hier? Niemals. Wenn ein Kaja hier was liegen lassen würde, würde ich es ihm in den Hals stecken. Warum glaubst du, dass Kaja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Kaja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie lockten die Kaja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Kaja stoßen. Was ist deine Aufgabe hier? Bürgermeister, ich war zu betrunken, um Nein zu sagen, als mein Bruder mich fragte. Sag mir, wo er ist. Ich will ihn beerdigen, wenn wir die Grauhabichte los sind. Du findest ihn südlich von hier, am Flussufer. Verdammter Narr, wie blöd.
Der Trottel. Danke, dass du am Ende bei ihm warst. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut Spuren? Das könnte man sagen. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Karja dahinter steckt. Signal. Vielleicht lockt das die Grauhabichte an. Was machst du da? Bei der Sonne! Es geht nicht aus! Das Gerät lässt Grauhabichte angreifen. Schalt's aus! Ich? Ich weiß nicht, wie es ausgeht und nicht mal, wie ich's eingeschaltet habe. Es lag in einer alten Werkstatt. So, das war's wohl. Jetzt rede. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Ja, ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Es war selbst für mich kein einfacher Aufstieg. Aber ich schnürte mein... Genug. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes, wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand all meinen Versuchen, es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen, während wir voller Ignoranz unsere täglichen... Ein Gerät? Oh, nein, ich habe keins gesehen. Doch, es könnte noch eins da sein und Schrecken verbreiten wollen. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blühe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Erfordert es auch den Tod Unschuldiger? Die Grauhabichte griffen alle im Dorf an. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät Grauhabichte anlockt? Bei der Sonne! Nein, ich hab's kurz abgestellt und als ich zurückkam, hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgard, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du, halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Dieser Kaja sagte, die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. Mehr konnte ich nicht tun, um meine Familie zu schützen.
kann nie zu gut vorbereitet sein. Schnee und Nebel, weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Du bist wirklich aufmerksam.
Jetzt muss ich kämpfen. Sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht.
alle sterben können. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Sieht aus, als kommst du gut alleine klar. Helden rausgehen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen.